So, super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir jetzt zu einem Baddest Reaction Video. Whoop, whoop. Ohne Facecam macht das bestimmt Sinn. Ich habe keine Ahnung. Egal, ich hab noch nie auf eine Baddest reagiert. Aber jetzt mache ich's. Ich habe mich nur nicht spoilern lassen. Ich habe nur gesehen, irgendjemand hat ein Video hochgeladen. Oh, neue Baddest. Und dann, okay. Jetzt mache ich das auch mal mit. So, was steht hier? Die Änderung von Firewall Drache von verboten zu unlimitiert tritt nicht vor. Ja, interessiert kein Schwein. Firewall Drache kriegt eine Ratung. Egal. Okay. Schauen wir noch mal, was hier von der Baddest runterkommt. Ich bin übrigens kein Turnierspieler, deswegen ich bin der totale Casual, aber zu manchen Karten werde ich bestimmt nichts sagen können. Aha. Nix. Fantastisch. Nichts Neues, Verbotenes auf der normalen Monster-Seite. Da kommen aber schon noch ein paar andere. Ich rechne mit einem ganz bestimmten Xyz-Monster, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Aha. Transport. Oh. Transportverbot, das ist der Union Carrier, ne? Ja, das ist cool. Das ist. Die Karte war fucking nervig, weil man jeden Scheiß damit aus dem Deck ausrüsten konnte. Die war ja mal broken mit dieser Buster Blader Karte, aber die ist ja eh schon verboten geworden. Aber die war trotzdem noch ziemlich stark. Und ich find's gut, dass die weg ist. Klar, ABC-Spieler, die finden das bestimmt nicht so geil. Aber ich fand die Karte eh nervig, deswegen finde ich gut, dass die weg ist. Aber ihr sollt es noch nicht verboten. Nee. Und die. Needle Fiber auch nicht. Und die Anaconda auch nicht. Aber immerhin schon mal der Transportverbot. Das finde ich ganz schön. Kein Transportverbot mehr. Gefällt mir. Okay, was haben wir noch? Da. Achso. Oh. Nummer S0. Utopisches Sechsel. Sehr gut. Die Karte war einfach nur dumm. Hallo, du kannst nichts mehr machen. Das ist ja schön, danke. Ich wollte ja gar nicht Yu-Gi-Oh! Spielen, ich wollte eh gerade gehen, tschüss. Gut, dass die Karte verboten ist, die hat absolut nichts im Spiel verloren. Meiner Meinung nach. Okay, und der wahre König aller Katastrophen. War abzusehen, die Karte ist super dumm. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde. Nein, ich bin kein Metaspieler, hatet mich nicht. Ich habe nur ein Video von jetzt für Yu-Gi-Oh! Gesehen, womit man Valkyrien im First Turn spielbar machen kann, weil Valkyrien haben keinen guten First Turn. Und da hat man so ein Feenmonster der Stufe 9 gespielt, damit man, hier Grüße an It's Feen Yu-Gi-Oh!, damit man halt diesen, diesen wahren König Alter aller Katastrophen im First Turn bauen kann, damit man wenigstens irgendwas im First Turn da liegen hat. Und ich denke, für Valkyrie ist das doch echt nicht broken. Das ist, der ist jetzt nur verboten wegen diesem blöden Virtual World oder so. Ich meine, ist okay, ich werde bestimmt irgendwas anderes für Valkyrie finden, aber es ist wahrscheinlich im Endeffekt besser, dass die Karte weg ist. Die Karte ist wirklich dumm. Okay, was? Also drei verbotene Karten schon mal. Das war's dann mit den Monstern. Das ist schon mal okay. So, Zauberkarten haben wir. Nichts. Okay. Auch keine Fallen. Alles klar, also drei neue Karten verboten. So, dann wird die Liste wahrscheinlich nicht allzu groß sein. Semi-limitierte. Ach nee, das waren doch die normal limitierten. So, irgendwas limitiert, was limitiert ist? Nein. Da, eine neue Cyberengel. Das wird Wiebke gar nicht gefallen. Das wird Wiebke nicht gefallen. Immerhin besser als verboten. Ich meine, Cyberengel-Bänden ist nur so stark, weil sie sich halt jedes Feenmonster suchen kann. Das ist wirklich, also jedes Licht-Feenmonster. Aber alle, fast alle Feen sind Typ Licht. Also, ja, in Ritualdecks ist die halt wirklich stark. Es war ja wegen Dreitron und diesen super Harald der Unglaublichkeit oder wie auch immer der hieß, wenn man jetzt, dass das Deck super konstant gemacht hat. Wir machen das ja in unserem Freundeskreis so, dass wenn wir eine Karte haben, die verboten ist oder irgendwie limitiert oder so, aber die ganz normal in so einem Casual-Deck spielen, weil Wiebke spielt halt Cyberengel. Und Cyberengel an sich ist jetzt nicht broken. Auch nicht mit drei Bänden, auch nicht mit fünf Bänden wäre es broken. Deswegen werden wir es wahrscheinlich im Freundeskreis weiterhin so machen, dass die drei Bänden spielen kann. Ein Kumpel von mir hat auch ein Monarchendeck und da spielt er noch einen Stufenfresser drin, einfach weil, who cares, das ist kein Meta. Normalerweise halten wir uns an die Bannliste, aber bei solchen Sachen, die nur wegen solchen Meta-Decks gebannt werden, da machen wir dann eigentlich immer eine Ausnahme und das werden wir bei Bänden wahrscheinlich auch machen, weil, ja. Ich find's krass, ich find's cooler, wenn Bänden ein Erratum bekommen würde, dass sie vielleicht nur Cyberengel raussuchen kann oder alternativ, dass man, wenn man ihren Effekt aktiviert, irgendwie man nur noch Cyberengel-Monster für den Rest des Zugs beschwören kann. Irgendwas in der Richtung, damit man die halt nicht mehr als generisches Ritual-Fee-Monster in jedes
Ritual-Fee-Deck klatschen kann. Aber gut, mal schauen. Vielleicht bekommt sie irgendwann eine Ratum. Ich glaub's nicht, aber naja. Okay, was haben wir hier noch bei Limitierten? Keine Zauber? Nein, keine Fallen. Okay, Semi-Limitiert ist weiterhin nur Malicious. Warte mal, waren da nicht zwei Karten drauf? Welche Karte war die andere Karte? Nachdenken, ich weiß es nicht, keine Ahnung. War nicht noch irgendein... der Zerstörungsschwert-Buster. Von dem habe ich ja geredet. Der war verboten, kann jetzt wieder auf 3. Logisch, weil er mit Transportverbund jetzt nicht mehr einfach so aus dem Deck gespecialt werden kann. Beziehungsweise sich ausrüsten kann. Was gut ist. Das heißt, das Buster-Blader-Deck bekommt seinen kleinen Zerstörungsschwert-Drachen wieder. Nett. Und irgendein Link-Monster? Firewall-Drache. Ah ja, genau. Nicht länger auf der Liste wegen dem Erratum. Und die Phantomritter der... Lol. Der Lauren. Ah ja, okay, das ist klar. Der Lauren, das Eisbarriere-Monster, hat im Structure-Deck seinen... Erratum bekommen, dass sein Effekt irgendwie once per turn ist oder so, deswegen ist das vollkommen fein. Ist logisch. Aber die Phantomritter der rostigen Badiche, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so in der kompetitiven Szene drin, aber ich persönlich finde die Karte unfassbar nervig. Ich weiß nicht, wie weit man diese Finsternis-Phantomritter-Engine noch spielt, aber die hat man halt damals, bevor sie verboten war, in jedes Deck gefühlt geklatscht. Man hat ständig das gesehen. Gut, da war Orkus auch noch ein bisschen häufiger zu sehen. Aber auf 3, oh, ich weiß nicht. Ich finde die auf 1 schon echt nervig. Ich meine, klar, die Phantomritter-Spieler würden es freuen, aber dass man damit einfach so 2 Negates einfach so aus dem Deck suchen kann und die zu beschwören, ist halt auch super einfach. Also, kein Fan davon an der Stelle. Aber gut, noch was? Oh, das ist eine ganze Menge hier noch. Was ist das? Rangsteigerungszauber Silber Chaoskraft. War verboten, nicht lange auf der Liste. Ich habe keinen Plan, welche Karte das ist. Ja, ich erinnere mich, dass die... Oh, doch, ja, genau. Die Karte wurde verboten wegen Utopic Sechsel, weil man die damit irgendwie zu einfach beschwören kann. Und jetzt, wo Utopic Sechsel wieder da ist, ist die Karte natürlich wieder vollkommen fein. Vor allem, die Karte ist sogar cool, weil im Anime haben die Barianer benutzt. Die konnten sie irgendwie jederzeit ziehen oder so ein Shit. Und das war ziemlich cool. Das ist eine Anime-Karte, die darf nicht verboten sein. Er ist vollkommen fein. Und ein wahrer König kehrt zurück. Das war die True Draco-Karte, die vom Friedhof wiederbelebt, glaube ich. Auf 3, ja, ich denke, True Draco ist ein ekliges Deck, aber ich glaube, ob die jetzt auf 2 oder auf 3 ist. Ich meine, die ist auf jeden Fall eine der besten Karten. Wahrscheinlich wird das Deck jetzt ein bisschen stärker, aber ja, ich denke, es ist okay. Ist okay. Und das war die Liste. Ja, also für mich persönlich an meinen Decks ändert sich bis auf den wahren König. Ja, du hast wahren König gespielt. Ja, in Valkyrie, komm schon. In Valkyrie. Wow. Steinigt mich. Ja, an sich ändert sich für mich gar nichts. Transportverbund finde ich super. Utopic Sechsel ist super. Wahrer König insgesamt ist auch super. Benten, klar, kann man sich drüber streiten, ist wahrscheinlich logisch, dass sie auf 1 gesetzt wurde, aber ist halt schade für die, die wirklich Cyber-Engel spielen wollen. Und die restlichen Sachen, Zerstörungsschwert, Firewall, eigentlich alles vollkommen... Oh, warte mal, den habe ich übersehen. Zünster, Prominenz der sprengende Drachobezwinger. Ach, der war auch limitiert? Von 1 auf 3 direkt. Oh, den habe ich übersehen. Ja, keine Ahnung, macht der irgendwas? Ich glaube nicht. Also ich glaube, bis auf die Phantomritter der rostigen Badiche auf 3 finde ich eigentlich vollkommen fein, die Liste. Ist eine gute Liste. Ich hätte mir zwar noch ein bisschen mehr gewünscht, aber ist okay, kann man mal machen. Das war eine Reaction. Ich bin mir sicher, ich bin der einzige YouTuber, der das ohne Facecam macht, bestimmt. Aber whatever. Bis dann und viel Spaß bei Yu-Gi-Oh! Und so. Und ciao.